ja, immer können offen darüber, über die Problematik hinter den Türen können reden. Und dann bekommt man vielleicht auch Ratschläge zurück, könntest du das und das machen oder vielleicht gerade eine Adresse oder könntest du dort und dort melden. Und das hat mir auch geholfen und auch gut getan. Die Kinder sind die verletzlichsten Glieder unserer Gesellschaft und brauchen manchmal schon besonderen Schutz. Und es ist im Interesse von allen, dass man den Schutz auch geben kann, den Kindern, dass man zu ihnen schaut, dass man reagiert. Und es ist auch im Interesse der Familie selber, dass jemand ihnen vielleicht Hilfeangebote macht, ihnen zeigt, was es für Lösungsmöglichkeiten würde geben. Und dann ist es ja auch noch so, dass die häusliche Gewalt oft über Generationen dann weitergegeben wird. Also es ist wirklich auch etwas, das die Zukunft betrifft. Und dort muss man irgendwann das stoppen und sagen, da finden wir jetzt einen Weg, wie wir die Ausfahrt nehmen können. Das weiss ich alles von seiner Mutter, weil seine Mutter war 15 Jahre in Gewalt. Ja, die hat 15 Jahre in Gewalt gelebt. Eigentlich durch den Stiefvater von meinem Ex. Er hat auch Schläge daheim bekommen. Er hat auch 3-4 Narben von seinem Stiefvater im Gesicht. So Gürtelschläge und Messerattacken. Und, ja. Er ist selber ins Heim. Weil er den Schutz gesucht hat und wusste, dort schaut jemand auf mich, dort hat man mich vielleicht auch ein bisschen gern. Weil sein Stiefvater eben Schläger ist, sorry, wenn ich so sage, ist Schläger gsi und seine Mutter hat dann durch das angefangen zu trinken. Was ich auch noch einen wichtigen Aspekt finde, ist ganz allgemein, dass wir als Gesellschaft uns schon fragen, sagen wir Gewalt, und zwar Gewalt in Partnerschaften, aber auch Gewalt an Kindern. Ist das etwas, das wir wollen oder das wir nicht wollen? Und in der Schweiz ist es immer noch so, dass wir im Vergleich, im Gegensatz zu anderen Ländern rundherum, zum Beispiel kein generelles Verbot von Gewalt in der Erziehung haben. Und das finde ich ist schon auch noch schwierig, den Kindern zu vermitteln. Oder einerseits, ja, no, Fig ist in Ordnung, aber später ist es dann nicht mehr in Ordnung. Ich finde, da müsste sich schon auch die Gesellschaft fragen, kann man das so weitermachen? Oder müssen wir ganz prinzipiell sagen, im Wissen darum, dass es Situationen gibt, wo man in eine Not hineinkommt, wo so etwas passieren kann, und gleich gibt es eine Haltung, das soll und darf nicht passieren. Das sind für mich zwei unterschiedliche Geschichten. Wenn ich an die ganz kleinen Kinder denke, Säuglinge, Babys, denke ich automatisch an das Urvertrauen, das man aufbaut im ersten Lebensjahr. Mit stabilen Betreuungspersonen. Ich denke, das ist sehr relevant für ein Kind. Und wenn es das Vertrauen hat in die Menschen und die Sicherheit hat, die wollen wir nur etwas Gutes, habe ich das Gefühl, können sie sich auch freier bewegen. Können sie sich auch mehr der Umwelt hergeben und experimentieren und ausprobieren. Aber ein Kind, das fehlt, erlebe ich häufig, oder es nicht so stark ist, sage ich mal, erlebe ich mehr, das ist der ganze Tag eigentlich mit dem beschäftigt, wo ist meine Bezugsperson, was macht die gerade, eifersüchtig, wie andere Kinder gerade dort sind, oder hat Mühe, sich länger für sich zu beschäftigen. Sie wirken eigentlich den ganzen Tag ein bisschen verloren und man kann sie fast nicht abholen in dem, wo sie sind. Probieren ganz kleine Sachen, die kleinsten Sachen probieren sie gerade aus, um sehr stark Grenzen zu testen, gehen auf Konfrontation raus. Oder der eher Kinder, die sehr apathisch wirken, wo der Zugang fast nicht findest, wo sie fast nicht kannst spüren, nicht nehmen. Habe ich auch schon erlebt. Die glaub, auch Mühe haben, uns zu vertrauen in diesem Moment. Oh, dass wir ja eigentlich nur das Gute wollen für sie, dass wir sie unterstützen wollen. Kindergartenkinder sind noch klein genug, für dass sie recht spontan sich mitteilen. Man muss einfach auch ein offenes Ohr und so etwas sensibel sein. Und dann sieht man vieles im Spiel. Wir haben zum Beispiel im Baby-Ecken, wo sie ihre
Realität nachspielen. Wenn dort mal irgendwie das Baby in die Ecke geht und entsprechende Sätze dazu kommen, kann man schon mal ein bisschen genauer heranschauen und heranhören. Dort sieht man es viel im Rollenspiel generell. Beim Babystube, eben beim Märliland, wo man Töckeli hat und alle Möglichkeiten. Dort zeigen sie einem eigentlich ganz viel zeigen, weil das ist auch eine Form, die sie verarbeiten. Im Spiel, vor allem im Rollenspiel, verarbeiten die Kinder ganz viel, was sie erleben. Und wenn man dort aufmerksam ist und gut heranschaut und Sachen, die sich immer wieder wiederholen, wahrnimmt, dann sind es so Indiz, dass man dort mal schauen müsste, ist irgendetwas rum. In den Zeichnungen sieht man es auch. Ist nicht ganz einfach, wenn ein Kind schwarz zeichnet, heisst das noch gar nichts. Aber es gibt schon, wenn sich immer wieder so Motive da sind, wo man wirklich so ein bisschen das Gefühl hat, was will da damit ausdrücken, dann kann man mal ein bisschen darüber reden, über die Zeichnung und sagen, well, wer ist jetzt das und was passiert auf dieser Zeichnung. Und da sind sie eben im Alter, wo sie einem einfach erzählen. Wenn man dort den Moment findet, erzählen sie einem ein bisschen. Und da kann es schon mal sein, dass wenn man sagt, ja, das ist jetzt ein Mann, ist das der Papi? Dass sie dort mal sagen, ja, das ist der Papi. Und der, was macht er denn hier genau? Und wenn er jetzt eben vielleicht irgendwie die Hand in der Luft hat, sagt das Kind schon mal, der holt drum. Das kann das Kind in so einem Moment sagen. Wenn ich es einfach so hätte gefragt, würde es mir das wahrscheinlich nicht sagen. Aber wenn es emotional im Zeichnen oder im Spielen so fest drinnen ist und engagiert ist emotional, dann gibt es Möglichkeiten, dass es das sagt und zeigt. Ich habe mich in solchen Situationen immer sehr leicht und abgehoben gefühlt, schon fast wie im Nebel. Ich war da, aber nicht wirklich anwesend. Und durch das nicht anwesend sein, konnte ich wirklich fast nichts machen in der Schule. Also ich konnte mich nicht konzentrieren. Und ich habe auch die Aufgaben an sich überhaupt nicht verstanden. Einmal hat mir ein Lehrer ein Aufgabenblatt in Mathe gegeben und mich in ein anderes Zimmer geschickt, weil ich ja immer so hibbelig war. Und ich habe gemeint, ich muss die Rechnungen abschreiben. Ich habe alle Rechnungen abgeschrieben, aber sie sind nicht ausgerechnet. Ich bin nachher zum Lehrer gegangen und das Gefühl hatte, ich mache das super. Ich war so richtig stolz auf mich. Und dann haben mich alle ausgelacht und ich habe auch dort nicht verstanden, warum. Das ist ein erstes Jahr später so halbwegs gekommen, dass ich verstanden habe, was man in der Schule überhaupt macht. Mein Vater, der war im Gefängnis, ein Jahr lang. Der hat jemanden mit dem Messer angegriffen. Da war ich so etwa in der 5. Klasse, so 12, 13 bin ich dort. Ich konnte in dieser Zeit besser schlafen. Ich habe sogar leichte Verbesserungen erzielt in der Schule. Das war für mich perfekt. Die Lehrpersonen sind nicht Fachpersonen für alle möglichen Erscheinungen oder Fehlentwicklungen in Familien. Sie sind für das Gesamtwohl, die Gesamtentwicklung der Kinder teilverantwortlich. Und in diesem Zusammenhang haben sie eine Verantwortung wahrzunehmen. Und meiner Meinung nach ist das ein Teil von dieser Verantwortung wahrnehmen, ist Veränderungen bei den Kindern bemerken. Die probieren einzuschätzen, das Gespräch aufzunehmen, sowohl mit dem Kind wie auch mit den Eltern, und zu informieren, dass die Lehrperson etwas wahrgenommen hat. Und in diesem Sinne nachher zusammen zu schauen, was könnten Ursachen sein, was könnten mögliche Lösungen vor allem auch sein, dass es dem Kind wieder besser geht. Und dort drin ist es manchmal für die Lehrperson gar nicht so wahnsinnig relevant, geht es jetzt hier um partnerschaftliche Gewalt, geht es um sonst irgendein Problem, um was ganz genau dass es geht, müssen wir im nächsten Schritt eigentlich in der Schule nicht unbedingt wissen, sondern wir nehmen Veränderungen beim Kind wahr und die thematisieren zusammen mit den Eltern. Zum Beispiel habe ich einen Bub, der wirklich, wo ich halt schon durch Klassenlehrkräfte so weiss, dort ist daheim, wird auch geschlagen und so. Und das ist jetzt einer, der hat sich wahnsinnig Mühe gesehen, ist an seiner Nähmaschine gesehen, hat dort probiert einzufädeln. Und dann läuft ein anderer hinten durch und gibt ihm halt einfach ein Gink hinten dran.
Und der rastet völlig aus, weil er kann sich dann überhaupt nicht konzentrieren mehr und einfach auch nicht mehr bei sich bleiben. Und dann muss ich wirklich her zu ihm und dann geht es nur noch darum, dass der jetzt nicht austickt und ihm sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, was der jetzt hat gemacht. Und komm, jetzt bleiben wir einfach hier und arbeiten irgendwie, dass wir einfach bei dieser Maschine sind, dass du nicht aufstehst, dass du nicht gehst, geh zurückgehen. Muss dann auch richtig nachher so einfach ach, cool. Wo ich froh bin als Schulsozialarbeiter, wenn sie mal kommen und sagen, schau, wir haben die und die Situation, hilf uns dort mal, eine Aussicht zu geben, eine Einschätzung zu machen, um was geht es da, was könnte da. Und dann schauen wir, was sind die nächsten Schritte. Und eben in der Regel sage ich, habt ihr schon mit den Eltern geredet? Und wenn das noch nicht war, dann bitte darum, dass sie das machen und bitte aber auch darum, dass die Eltern in dem Moment schon wissen, die Lehrpersonen und immer haben auch schon zusammen geredet. Also, dass das für die Eltern sehr transparent wird, was passiert hier, was geht da. Die wird immer mehr egal. Zuerst irgendwie wird es aussehen, egal wie du dich ankleidest. Ich bin irgendwie immer, keine Ahnung, ich habe einfach irgendwas angekleidet. Egal, ob es mir passt oder nicht, ich habe es einfach angelegt und bin so in die Schule. Ich habe halt immer mehr fettige Haare. Ich habe halt nie auf meine Gesundheit geschaut, nie auf meine Soße, nie auf meine Hygiene. Ich habe halt immer auf mehr und mehr habe ich auf Sachen drauf geschissen. Für mich wäre es einfach wichtig, eine Schulsozialarbeit zu haben an der Schule, damit ich nicht so eine Linzig bin, dass ich einfach mehr an jemanden wenden kann mit all meinen Beobachtungen. Oder dann habe ich ein Mädchen, das ich sehe, in der 6. Klasse, die kommt mit den Hosen an, verkehrt, hinten, vorne. Dann denke ich, ja, das sind doch einfach, was ist das für eine Körperwahrnehmung, wie steht die im Leben, dass man in der 6. Klasse, dass das einfach passiert. Und ich kann ja schon Bezug nehmen. Ich kann dann in der Pause sagen, du, deine Leggings sind falsch. Und ah ja, ich hatte darum heute Morgen keine Zeit gehabt. Ich musste juffeln. Dann kann ich das lösen. Aber mir löst natürlich ganz viele Hintergrundgedanken aus, die ich mit jemandem möchte teilen. Und das kann ich dann mit der Klassenlehrperson besprechen. Aber ich habe nachher niemanden, der mit mir das nachher, oder wo ich es nachher wie kann weitergeben kann. Die Situation gelangt ja an mich, wenn Kinder selber kommen. Also sie haben die Möglichkeit, hier sich bei einem Briefkasten das Zettel reinzufallen und sich zu melden und einen Termin zu verlangen. Und weil ich gerade sehr präsent in diesem Schulhaus bin, machen sie das auch. Das Vertrauen ist da. Dass Kinder kommen und erzählen, wie es ihnen geht oder wenn es ihnen eben nicht so gut geht. Oder es sind Lehrpersonen, die einfach merken, dem Kind geht es nicht so gut und sie das Kind ermutigen, zur Schulsozialarbeit zu gehen. Und in dem Moment habe ich einen Auftrag. Also dort geht es dann eigentlich darum, mal zu hören und das Kind wirklich zu ernst sein, mit dem kleinsten Problem bis zu halt wirklich sehr grossen. Also ich gehe schon in der ersten Klasse in die Klasse, mich vorstellen, zeige ihnen den Briefkasten, wo sie sich melden können, wenn sie mal ein Problem haben sollten. Die Probleme können ja auf verschiedenen Ebenen sein. Das heisst eben schon erste Konflikte. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass die Schulsozialarbeit so niederschwellig ist, weil wir eigentlich auch können sagen, aha, du hast gerade im Moment ein Gefühlschaos. Okay, was geht's? Und wir durch das eigentlich können anbieten, auch wenn es Liebeskummer hat, halt einfach mal da zu sein. Das tut das Vertrauensverhältnis aufbauen. Wie überall eigentlich im Leben ist es auch in dieser Arbeit ganz wichtig, dass man zu diesen Leuten gute Beziehungen aufbaut. Oder? Dass sie einem vertrauen. Ich bin sogar wie so der dritte Punkt. Über mich reden sie. Und wenn ich sie verstehe und wenn ich ihnen wirklich das Gefühl geben, doch, da sind sie aufgehoben mit ihren Themen und ich spiele sie nicht aus, sondern ich helfe ihnen, gemeinsam Lösungen zu suchen, dann sind die Eltern sehr bereit, kleine Schritte zu machen. Für mich als Berater ist es wichtig, tatsächlich auch kleine Schritte zu machen. Denn wenn ich zu grosse Schritte mache, dann geht das wieder nicht. Also ich muss ganz kleine Schritte machen, ich muss loben, ich muss das Gemeinsame suchen. Und das Gemeinsame ist das Kinder. Und dort sind sie immer bereit. Also dort erleben wir die Eltern sehr bereit, über das zu reden. Sie hat ganz lustige Geschichten erzählt, aber ich bin dort an diesem Schulgespräch auch mit der Lehrerin darauf angesprochen, bin ich dort gehockt und gefunden, oh, nein. Das darf nicht wahr sein. Wieso fährt die mit dem an? Ich würde ermutigen,
vermehrt hinter ein Verhalten zu schauen. Ich glaube, die Lehrpersonen haben sehr gutes Gespür. Ist jemand präsent, ist jemand abwesend etc. Und häufig reagieren wir Professionellen auch einmal einfach aufs Verhalten. Und dort können wir die Kinder und die Jugendlichen, dort fühlen sich wieder schuldig, vielleicht auch wie schon daheim auch schon das Gefühl, ich bin schuld für die häusliche Gewalt, jetzt bin ich auch noch schuld, dass sie in der Schule nicht aufpassen. Und dass man dort halt wirklich auch die guten Gründe dahinter fragt und sie so immer wieder einlässt und immer wieder signalisiert, los, ich höre dir zu, ich nehme dich ernst, ich glaube dir, auch wenn das vielleicht eine Geschichte ist, wo ich im ersten Moment denke, ja nein, die Eltern, die haben ganz vernünftig gewirkt im Elterngespräch etc. Die Themenfigur, die kommt, auch wenn es eben mal Krach gibt oder erzählt, wie es bei ihm daheim ist und was alles wichtig ist und wie man auch eben mal Schwierigkeiten angehen kann. Das, was es für Möglichkeiten gibt. Und das ist mit der Themenfigur viel einfacher. Weil das geht wirklich direkt in die Erlebniswelt des Kindes. Und für die Kinder ist es viel einfacher, wenn nicht ich frage, wie geht es oder was war es, sondern wenn der Bär sagt, es geht mir gerade nicht so gut, weil die Gäste haben meine Mami, Mama Bär und Papa Bär haben Krach gehabt. Kennst du das auch? Und wenn der Bär so fragt, dann ist das Kind viel schneller dabei und gibt Antworten, die es mir vielleicht überhaupt nicht erzählen würde. Und was würde er dann noch weiter fragen und erzählen? Kennst du das? Ja. Gell, das ist etwas, das ist gar nicht so schön. Also ich bin auch ganz fest traurig. Bist du das auch? Schreibt dir auf ein Kärtchen, das wir ihnen geben. Schreib dich dort bitte drei Namen drauf. Und mindestens ein Name soll außerhalb der Familie sein. Nämlich Vertrauenspersonen sollen dort drauf stehen, wo sie als Kind, als Jugendliche, wenn es schwierig wird, wo sie können, das Zettel, und ich tue es dir noch ein bisschen verpacken, sagen, tu es doch bitte daheim irgendwo ins goldige Druckchen, ins Nachttischschublättchen, ins Kessel, wo du abschliessen kannst, im Tagebuch hinten, einfach an einem Ort, der wichtig ist. Du es dorthin, dass wenn du es brauchst, dass du noch weißt, was ist, weil es wichtig ist, dass sie dort drei Leute haben. Und dort können sie lesen, ah ja, genau, ich habe Scotty aufgeschrieben, oder der Lehrer, oder wer auch immer. Ich hatte schon mehrere Gespräche gehabt, wo es darum gegangen ist, Eltern zu konfrontieren mit dieser Situation, dass das Kind leidet, weil sie streiten, oder weil das Kind geschlagen wird. Und ich konnte es immer so einfädeln, dass ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass das Leben nicht immer einfach ist und dass es eben wirklich Herausforderungen hat. Und ich auch gesehen, dass man manchmal an wirkliche Überforderungen kommt und nicht mehr merkt, was man selber macht. Oder nur noch reagiert und nicht mehr wirklich bewusst agiert. Wenn wir ein Gespräch verlangen bei den Eltern, dann tun wir ganz fest darauf hinweisen, dass wir sehen, dem Kind geht es irgendwie nicht gut. Und wir wollen schauen, was können wir miteinander machen, dass es dem Kind wieder besser geht. Und der Fokus ging auf dem Kind, das ist auch unser Kerngeschäft. Und wenn wir ganz beim Kind bleiben, sind die Eltern häufig auch viel mehr bereit, etwas zu erzählen, was daheim ist. Bei uns in der Kita ist es möglich, sehr ein vertrauensvolles Gespräch zu führen. Also wir sind der Schwiegerpflicht auch verpflichtet. Und wir sind ein familienergänzendes Angebot. Wir sind nicht eine Behörde oder irgendetwas, das bestimmen kann, wie dass es weitergeht in der Familie oder im Gegenteil. Wir sind wirklich interessiert am Wohl des Kindes. Und uns ist so wichtig, sehr eng mit den Eltern zusammenzuarbeiten, Abmachungen auch untereinander zu haben. Und darum würde ich es sehr schätzen, wirklich, das Vertrauen auch da ist von den Eltern. Das können sie bei uns wirklich auch haben. Alles, was zu uns kommt, bleibt auch bei uns und geht nicht weiter. Auch nicht ohne Zusage von den Eltern.
Ja, im Erleben ist es oft so, dass halt nicht Verwandte eine Meldung machen oder sagen, gehen wir da an. Also bei uns ist sehr viel Schule und Schulsozialarbeiter, wo der Familie sagen, bei diesen Thematiken melden sie sich da mal bei der familienbarenden Erziehungsberatung. Und gerade Schulsozialarbeiter können ja entscheiden, machen wir eine Gefährdungsmeldung bei der KESB oder sollen sie noch zum Beispiel auf die Beratungsstelle kommen und versuchen wir es nochmal freiwillig. Und der Ansatz ist schon da, dass man eigentlich sagt, ja, zuerst eine freiwillige Beratung, bevor man gerade mit der ja, KESB nimmt, weil KESB ist doch eine Behörde. Aber auch KESB könnte bei dieser Familie reden und sagen, versuchen Sie es doch nochmal hier auf der familienbahnenden Erziehungsberatung. Das ist auch möglich. Die grösste Herausforderung, wie man betroffene Kinder schützen will, ist, das System mitnehmen. Weil das Kind muss verwurzelt bleiben. Und man hat so den Drang, wenn man so eine Situation antrifft, auch wenn man sie zum Beispiel in einem Film sieht, zu denken, das Kind muss sofort da raus. Und da kann man sehen, dass die hastige Reaktion, die man ja aus einem Impuls raus tut, nicht unbedingt die gescheite Reaktion ist für das Kind. Da kann ich mich erinnern, das war ein 12-jähriger Bub, der da angerufen hat, wo man auch im Hintergrund das gehört hat, dass die Eltern wirklich am Streiten sind. Und mit ihm war es nachher auch gut, wirklich so zu schauen, was ist das, wo du auch deine Ressourcen hast. Und nachher ist er ins Erzählen hineingekommen über das, was er gerne macht, was ihm wichtig ist. Und wir haben dann wirklich so eine andere Schiene aufgemacht und können ein anderes Thema auch miteinander dran sein, wo ich nachher auch an der Stimme gemerkt habe, wie er auch in eine Ruhe wieder mehr reinkommt. Und häufig ist dann eben auch durch das Niederschwellige, dass es auch sehr schnell wieder wechseln kann. Also er hat dann plötzlich gesagt, oh, jetzt muss ich gehen. Und das ist das, was dann auch manchmal schwierig kann sein zum Aushalten, dass man ja dann nicht weiss, wie es weitergeht. Also dass wir einfach sagen können, wir können einen Augenblick begleiten und aus welchem Grund auch immer, dass er dann gesagt hat, ich muss jetzt gehen, das zu akzeptieren und ihn wieder gehen und dort auch auf die Ressourcen, die ich rausgehört habe, auf die können zu vertrauen, was da bei ihm alles sonst noch rum ist. Eltern hören es meistens nicht gerne, wenn die Kita kommt und von Verhaltensauffälligkeiten redet oder irgendwie von Schwächen vom Kind, die wirklich sehr auffallen. Das hören Eltern häufig nicht gerne, machen viel Erfahrung. Das habe ich wirklich schon mehr auch gemacht, dass Eltern nachher mir sagen, daheim ist es anders. Was machst du da? Oder? Da bist du nachher da und du hast deine Beobachtungen, du hast bist hinter die Bücher gegangen, hast nachgeschaut, man tut sich ja wirklich auch austauschen, oder? Also, ich überlege mir etwas zu diesen Themen, ich gehe nachlesen und dies und jenes, und dann muss ich hören, es ist nur hier so und daheim nicht. Ich glaube schon, es gibt einfach fachliche Grenzen oder Bereichsgrenzen. Also wenn es zu tief in familiäre Sachen hineingeht oder auch thematisch eben in das Thema Gewalt oder wo man wirklich abschätzen muss, ist jetzt das Kind zwar gefährdet, das können wir nicht machen als Schule. Das ist nicht unser Auftrag und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Dort müssen wir weiter verweisen. Unsere Aufgabe ist es, wahrzunehmen, es könnte eine Kindeswohlgefährdung da sein. Das ist im Bereich des Möglichen. Wir haben die und die und die Hinweise darauf. Und darum geben wir die Geschichte weitergeben und die weitere Stelle involvieren, um das zu überprüfen. Wenn alles nichts nutzt, werden die Kinder rausgenommen. Das ist einfach ganz klar. Da gibt es die Gefährdungsmeldung und dann können auch irgendwann wir nichts mehr machen. Wir können so lange was machen, wie die Eltern, so lange was machen, bis die, wie die Eltern bereit sind, etwas zu verändern. Wenn die Eltern das nicht schaffen oder nicht bereit sind oder es nicht geht, dann müssen wir sagen, wir hören auf. Wir geben es weiter an die KESB und sagen, hier ist unsere Grenze erreicht. Das haben wir auch schon, hier können wir nichts mehr machen. Jetzt müsst ihr weiter gucken, dann schreiben wir einen Bericht und empfehlen vielleicht, das Kind zu platzieren. So traurig, wie es ist. Es geht nicht. Ich bin schon traurig. Und eigentlich wäre ich ein ganz anderer Mensch, wenn ich jetzt bin. Ich wäre eigentlich traurig und würde scheiße Gefühl haben.
Und so, aber jetzt momentan, also ich mache es so im Heim vor allem, also wenn ich bei Casper oder so Termine habe, verdrücke ich das, dann ist das irgendwie ab und strahle halt irgendwas Freundliches aus. Wir sind sehr subsidiär, das heisst, wir sind dann tätig, wenn die freiwilligen Massnahmen nicht genügend oder nicht geeignet sind. Und sobald die gehen, gehen wir zurück. In der Regel tun wir dann aber, wenn es eine sehr schwierige Situation war, noch eine Beistandschaft errichten. Und der Beistand hat dann den Auftrag, die Familie zu begleiten und alle zwei Jahre uns Berichte zu erstatten. Und da hören wir natürlich viele gute Verläufe denn im Verlauf von diesen zwei Jahren. Aber die sind wir dann nur so nahe. Die sind dann halt eben delegiert im Auftrag von uns, müssen die betreut werden. Weil ich zwischendrin einfach wie so Alleinkämpferin bin, was meine Auffassung von gutem Unterricht ist, habe ich mir natürlich wie ein kleines Netz aufbauen mit O-Fach-Lehrkräften, die wie im gleichen Fahrwasser sind oder die wie das gleiche erleben wie ich, damit ich dort wenigstens den Austausch habe. Weil ich einfach merke, es ist lange nicht bei allen Lehrkräften ein Bestandteil von ihrem Unterricht. Das Kind als Mensch einfach dazugehört. Also ich habe so eine Situation erlebt, wo der Vater wirklich die Mutter hat abgeschlagen und zum Teil auch Kinder geschlagen hat. Und dort ist es wirklich darum gegangen, dass wir haben müssen schauen, wie können wir die Mutter stärken, dass sich Gecko Hilfe holen. Weil wir irgendwo durch ein System Schule haben müssen schützen. Und da gilt es wirklich, so halt wirklich die Situationen ganz gut abzuchecken, halt auch mit dem Kind zu schauen, ja, welche Situation ist dann überhaupt da. Und, ja, und in dem Moment auch zu schauen, von Fachstellen Unterstützung zu bekommen. Es gibt ja die Fachstelle für häusliche Gewalt und auch dort mit dieser Person eigentlich im Austausch zu sein und zu schauen, was sind jetzt die besten Schritte zu machen. Also nie im Alleingang, eigentlich immer auch in einem Austausch vom Vier-Augen-Prinzip. Und dort denke ich, dort ist noch viel Entwicklungspotenzial. Oder die Schulen, die sind lange sie sind Inseln und die Lehrpersonen waren Einzelkämpfer. Das ist schon lange nicht mehr so. Aber die interdisziplinäre Zusammenarbeit unter den Fachstellen, zusammen mit Schulen, mit Lehrpersonen, mit Schulleitungen, dort ist schon noch Potenzial, denke ich. Und dort drin ist ja das, was wir angesprochen haben, ist die Fallverantwortung. Wer hat die Fallverantwortung? Wo laufen die Fäden zusammen? Wer koordiniert das Ganze, was eigentlich am Laufen ist? Und dort merken wir schon, dort ist unser Netz, das zwar immer dichter wird, es ist noch ausbaufähig. Ja. Es haben ja viele Schulen heutzutage ein Früherkennungs- und Frühinterventionssystem. Das ist so etwas zur Vorgehensweise in jensten Fällen. Also im Sinne von, die unterste Stufe ist eigentlich, der Lehrer nimmt im Schulalltag ein Signal wahr. Eben, das Kind kommt spät oder ist vielleicht in der Unterstufe ist viel unpassend angelegt oder wirkt unpflegt oder hat die Aufgaben nicht oder die Leistungen fallen oder wird dünn oder was auch immer, wirkt unausgeschlafen. Der Lehrer tut nachher mit seinem Klassenteam das diskutieren, fällt er das auf. Sie tun dann im nächsten Schritt den Schüler darauf ansprechen, auf ihre Beobachtungen schauen. Gibt es Gründe? Oder ist das etwas, wo, ja. Und nach jedem Schritt ist die Möglichkeit, dass es sich erledigt, oder? Dass man sagt, ah, okay, ja, gut, wir haben den Grund gefunden. Es war vielleicht irgendetwas, was das Kind beschäftigt oder was auch immer. Oder war es ein Zufall? Und sonst geht es wie einen Schritt weiter. Also der nächste Schritt kann dann sein, wir machen ein Elterngespräch. Wir schauen im Elterngespräch, was muss sich ändern. Wir machen ein Folgengespräch, schauen, hat sich etwas geändert oder müssen wir einen Schritt weitergehen. An einem gewissen Punkt wird die Schulsozialarbeit oder die Schulleitung einbezogen. So viel ich weiss, ist das von Berner Gesundheit, ist das so in den Grundzügen gemacht worden, erarbeitet worden, unter Einbezug von, ich denke mal, Lehrer, Schulleitungen, wer auch immer dort dazugehört. Und da ist sehr viele Schulen, mittlerweile nicht jede, aber sehr viele Schulen haben das für sich adaptiert an die Gegebenheiten in den jeweiligen Schulen. Und es ist ein enormes Hilfsmittel. Also, und wir sind sicher darum bekannt in der Stadt, weil wir haben ein sehr gutes soziales Netzwerk.
Sei das mit den Schulsozialarbeitern, mit KESB, mit dem schulpsychologischen Dienst, mit dem Kinder- und Jugenddienst. Es sind einige Stellen genannt, nicht alle. Da haben wir sehr einen regen Austausch und da arbeiten wir sehr gut zusammen. Und das ist etwas, was wir sehr pflegen. Also einerseits die Arbeit mit der Familie, aber andererseits auch die Arbeit mit den anderen Institutionen, weil zwischen ihnen gibt es eine Schnittstelle. Und wenn diese Schnittstelle nicht klar ist, dann fallen die Familien zwischendurch und das wollen wir vermeiden. Kind und Jugendliche, das ist ein Teil von ihrem Leben. Und es ist nicht ihr Leben. Also ich finde es immer wichtig, also das sagen auch die Jugendlichen, ich möchte nicht, dass ihr mich immer nur als Opfer seht. Ja? Das ist ein Teil. Nebenan habe ich auch Spass und das soll auch so sein. Und das ist auch gut so. Dass sie auch Freude haben, dass sie vielleicht auch Momente von der Entspannung erleben. Und das gehört auch zu ihrem Leben. Die haben auch, sind auch neugierig, die wollen etwas Neues erleben und so weiter. Es gibt noch genug Zeiten, wo sie sich mit dem Leidvollen beschäftigen. Aber dass man sie nicht reduziert auf den Teil, den sie erlebt haben. Ich glaube, das ist auch etwas ganz Wichtiges in der Haltung, wie man ihnen begegnet. Okay, Ende.